Hi ho, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde. Zurück zu Game of Dwarves. Jo, ich denke mal, ich werde ohne Umschweife wieder in die Mission zurückkehren, also in den Tunnel. Auch wenn hier unten das Symbol blinkt, dass wir eigentlich uns einen neuen Einflusspunkt kaufen könnten, aber Zuschuss kaufe ich mir erst am Ende der Mission. Also gut, kehren wir zurück. So, ich hoffe, wir sind wieder da. Irgendwie fällt mir gerade so auf, dass unsere Zufriedenheitstendenz auf neutral ist. Ach, jetzt steigt sie gut. Hätte mich jetzt aber gerade wirklich gewundert. Gut. Gut, 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 gut. Ja, wir hatten am Schluss der letzten Folge ein Problem, nämlich dass unsere Truppen etwas dezimiert wurden. Tja. Wegen Inkompetenz, weil der eine Zwerg verspackt ist, sage ich mal. Und der andere Zwerg einfach pennen gehen wollte, anstatt zu kämpfen. So, meine beiden Gräber können jetzt mal in die Richtung weitergraben. Währenddessen richte ich hier einen schönen Schlaf- und Essensraum ein. So. Und platziere die Standarte hier mal. Dann kann er darüber latschen. Mein zweiter Fernkampfzwerg ist ja am Trainieren hier oben. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis der Jungzwerg hier Level Up hat auf Level 5, dass wir ihn gleich mal doppelt upgraden können. Genug Eisen haben wir ja noch. Und ja, dann gilt es, sich hier rein zu buddeln. In die Richtung können wir ja schon mal buddeln. Wir brauchen nämlich eh das Gold. Wir dürfen da, müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu gierig sind. Oh, hier geht's auch noch weiter. Und hier ist auch noch eine Ecke, die wir ausbuddeln können. Ja, weil unser Ziel ist es ja immer noch, das Ende des Tunnels zu erreichen. Ereignisräume freizuschalten und Geld anzuhäufen. Und nebenbei Geld, da können wir ja ein bisschen Holz verkaufen. So, das zählt nämlich auch. So, und weiter graben wir in die Richtung mal nicht. Können wir auch gar nicht. Gut. Du bist zum Glück noch fleißig am Trainieren. So, als auf was will ich als nächstes? Weichere Betten? Ne, erst der Plattenpanzer, der ist wichtiger, meiner Meinung nach. Haben wir ja gerade gesehen. Meine Zwerge mussten ziemlich einstecken. Gut, er ist hier einigermaßen beschäftigt. Gucken wir nach unserem Jungzwerg. Der hat schon Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Ich glaube, ich warte bis Stufe 4, weil im Training ist er, glaube ich, schneller, als wie wenn er als Jungzwerg rumhantiert. So, wieder zurück zu unseren Bergarbeitern hier. Ich höre irgendwie schlafen. Ich weiß aber nicht, wen. Ach, hier oben einer meiner Arbeiter. Okay, zurück zu denen. Ups. So, ja, der Stein da ist weg. Und ja, mit dem Stein könnten wir theoretisch hier ein bisschen dekorieren. So, dass unser Außenposten ein bisschen heimischer aussieht. Und wir noch ein bisschen Zufriedenheitsbonus kriegen. So, so, so. Und so. Oh, hier ist schön viel Gold.
Aber ja, zu gierig dürfen wir nicht sein. Ich könnte wenigstens mal den Schlüssel mir schnappen. Wobei, in die Richtung können wir graben. Da ist kein Ereignisraum. Der ist nur hier. Just listen here. Noch ein Schlüssel. Ja. Wenn diese verschlossene Tür offen ist, können wir weiter vordringen. Genau, sehr schön. Jetzt kann nämlich er hier sich um den... Hier gibt es auch noch wieder was zum Freibuddeln. Kann er sich mal um den Teleportblocker kümmern. So, genau. Das gibt uns nämlich wieder mehr Eisen. Und ja, hier kommen wir nur noch in den Ereignisraum rein. Wir sind aber ziemlich gut dabei, die Quests zu erfüllen. Wie sieht das eigentlich so mit neuen Lagertruhen aus? Was hätten wir denn da noch so zur Verfügung? Eine Eisentruhe, eine Holztruhe mit Eisenverschlag oder eine Doppeltruhe? Oder einfach zwei Holztruhen, die wir uns auch tun. Hätten wir sogar noch Platz zum Platzieren hier. Wir können zum Beispiel hier die zwei Holztruhen platzieren. Wobei hier eine Eisentruhe auch gehen würde. Aber nee, da wir so viel Holz haben und zwei Holztruhen so viel mehr bringen als eine Eisentruhe, gebe ich mal den Auftrag, da zwei Holztruhen zu platzieren. Das Gold können wir nämlich für andere Dinge nachher gebrauchen. So, hier ist wieder Stein und Gold. Und ja, ich lasse sie mal eine Weile in die Richtung weiter ausbuddeln bis hier oben. Auch du kannst runter. Du bist nämlich Level 10. Gut. Du bist noch Level 3, aber nicht mehr lange. Was ich halt machen könnte, wenn ich genug Holz später habe, ist auf jeden Fall bessere Forschungstische aufstellen mit dem Gold, was ich jetzt schon wieder zusammen habe. Könnte ich sogar jetzt schon mal einen aufstellen. Jo. Einfach den Tisch verkaufen und den platzieren. Das Gold reicht bei weitem aus. Wir sollen ja eh noch mehr Gold kriegen. Vielleicht finden wir hier drin noch mehr Gold. So, zurück zu dir hier. Du siehst so aus, als ob du jetzt abgegradet werden kannst zu einem Militärzwerg. So, Militär. Du kriegst jetzt deinen Forschungsbonus, weil du an einem besseren Tisch. Ja, er mit Level 14 forscht jetzt genauso effektiv wie er mit Level... andersrum. Er mit Level 11 forscht jetzt genauso effektiv wie er mit Level 14. Und einer unserer Übungspuppen ist kaputt. Ja, seht ihr, das geht wirklich viel schneller, wenn er trainiert. Genau, und ein Kämpfer bitte. Und wenn er so Level 8 erreicht hat, gehen wir mal hier hoch und lassen ihn die Wölfe töten. Wenn sie hier noch irgendwo sind. Aber die müssten hier sein. Da ist jedenfalls ein Wolf. Zwei Wölfe. Ja, die dürfte er der platt kriegen. Porten wir ihn kurz hier hoch, dann tötet er die beiden Wölfe, dann porten wir ihn wieder runter. Wenn er Level 8 ist. In der Zwischenzeit kann dann mein Handwerker neue Dinger aufstellen. Und ja, ich könnte theoretisch hier einfach das hier auch noch mit Stein auskleiden, da wir hier keinen Turmalin mehr zu finden scheinen. Okay, wir brauchen sowieso neue Trainingspuppen für ihn. So, am besten aus Eisen, da die besser sind. Zweiter Forschungspunkt, Plattenpanzer. 43 mehr Lebenspunkte für dich. Und wahrscheinlich auch ein gutes Stück mehr Lebenspunkte für die beiden da unten. Ja, grab mal in die Richtung weiter.
Wobei, das ist kein Ereignisraum dort. Das ist nur einfach, glaube ich, wahrscheinlich ein Stück vom Tunnel. Ist ja nicht sonderlich breit hier. Also können wir auch ruhig da mal reingraben. Da haben meine beiden Buddelzwerge nämlich auch was zu tun. Ich frage mich, wie sie nachher schweres Gerät hier durchbringen wollen. Also Karren. Fährt dann ein Karren von hier nach hier? Also bauen sie die Karren zusammen und machen Zwischenstationen. Das wäre wahrscheinlich eh viel nützlicher. So, Zwerge sind beim Forschen. Wir haben was entdeckt. Jo. Wir müssen nach oben buddeln. Ah ja. Aber bevor wir nach oben buddeln, also wahrscheinlich hier nach oben, kann ich ja schon mal in Auftrag geben. Während sie hier weiter buddeln. Wie sieht es bei dir aus? Du bist gleich Level 7, das ist sehr schön. Noch ein Level, dann hetzen wir dich mal auf die Wölfe. Und ansonsten läuft es jetzt eigentlich einigermaßen wieder. Ach ja, ich wollte ja hier Steinboden machen. Da wir ja kein Turmalin mehr finden zurzeit. So. So sieht wenigstens auch die Forschungsecke nicht mehr so naja aus. Also ja, mit der Mission müssen wir wahrscheinlich wirklich mit zwei Forschern vorlieb nehmen, weil wir einfach kein Turmalin finden. Wir finden auch keine Forschungspunkte. Aber das ist eh zweitrangig. Weil die Mission geht eigentlich einigermaßen von der Schwierigkeit. Außer jetzt gerade eben, was in der letzten Aufnahmesession passiert ist, dass einer meiner Militärzwerge an Inkompetenz gestorben ist. Wir müssen also gar nicht mal so weit forschen. Hier runter. Ah, da müssen wir jetzt lang buddeln oder was? Und ja, ich grab mich ganz vorsichtig in Richtung der Ereignisräume. So. Ah, du bist 8. Und dann geht's jetzt hoch für dich. Wölfe kloppen. Kann ich noch höher? Dann kann ich nämlich, habe ich nämlich eine bessere Übersicht, wo Wölfe sind. Also ja, wenn ich es richtig sehe, gibt es 3 Wölfe hier. Die kannst du alle 3 verhauen. Dann gucken wir mal kurz, ob die beiden auch Erfahrungspunkte dadurch kriegen, dass du da oben die Wölfe tötest. Aber scheinbar nicht. So, und der letzte Wolf ist hier. Wie viel bringt so ein Wolf an Erfahrungspunkten dadurch, dass du ihn 2-mal schlagen musst, gerade mal? 150. Ja, das ist kein schlechter Wert eigentlich. Dadurch, dass das kostenloses Training ist, mehr oder weniger. Ich meine, so ein Wolf ist nach 2 Schlägen tot. So. Und wenn du hier ordentlich trainiert hast, porten wir dich runter zu den anderen beiden. Und verschieben auch die beiden Statuen. Ja. Runter zu den Bergarbeitern.
Okay, hier ist ziemlich viel zum Aushöhlen.